Hallo liebe Leute, willkommen wieder hier auf meinem Kanal. Ihr habt heute ein ungeschminktes Gesicht. Es ist Sommer, es ist warm. Ich lieb's auch mal ungeschminkt. Ja, und zwar möchte ich heute euch meine neue Lieblingspflegereihe vorstellen. Ich liebe, liebe, liebe sie. Ich glaube, ich kann nicht gar nicht oft genug sagen, außer ich liebe sie. Ich habe mich passend auch dazu angezogen. Vielleicht erkennt auch schon einer, um was es hier hinter mir geht. Denn ich habe nicht nur die Produktvorstellung für euch von Sachen, die ich selber gekauft habe. Ich habe sie mir selber gekauft. Und die Verlosung läuft nicht in Sponsoring oder durch YouTube oder sonst wen, sondern nur durch mich. Dazu aber später mehr. Nun erstmal zu den Produkten. Und zwar, um welche Sorte geht es denn? Um welche Firma geht es? Es geht um Waikiki Glow. Ja, von Pacific Healthcare. Vielleicht habt ihr schon mal so eine Werbung gesehen. Nicht durch mich, aber durch Werbung. Ich bin eigentlich ganz zufällig, wirklich so richtig zufällig auf diese Marke gestoßen. Ich nutze ja Cashback-Seiten. Und da bekommt man manchmal so ein Newsletter, wenn man drauf drückt, bekommt man dann 0,01 Cent und was weiß ich was gut geschrieben. Für mich egal, ich klicke da drauf und gut ist. Auf einmal bekomme ich Werbung von Pacific Healthcare und von dieser wirklich tollen Sorte Waikiki Glow. Und ich habe die Produkte gesehen und ich die ganze Zeit immer so kaufen, nicht kaufen, kaufen, nicht kaufen, kaufen. Und jetzt war es doch soweit, ich habe eine Kaufsucht begangen. Ich habe ganz viele Sachen gekauft, alles von Waikiki Glow. Wirklich die komplette Reihe Waikiki Glow von Pacific Healthcare habe ich jetzt hier stehen. Zusätzlich Produkte, die ich an euch verlose. Dazu aber später mehr. Ja. Ich habe euch bereits in Videos vorgestellt, das Invisible Glow, ein Face and Body Shimmer Lotion in Light Bronze. Dieses Produkt ist wirklich der Hammer. Ich habe noch nie, also ich mag ja zum Beispiel eine andere Sorte, wo man wie das Gesicht dann aufträgt und dann ist das Gesicht geschminkt und sieht perfekt aus. Ne? Liebe ich total. Ich habe das gesehen und dachte mir so, das war mein zweites, was ich von denen gekauft habe, und dachte mir so, das hört sich so cool an, da ist mit CBD mit drin und das ist ja auch gut für die Haut und es hört sich so toll an, aber Bronzing, ich bin da so unsicher. Ich kann euch bestätigen, ihr braucht bei Light Bronze, wenn ihr so einen Hautton habt wie ich, braucht ihr euch keine Gedanken machen. Das sieht richtig, richtig schön aus. Ich habe ein Make-up-Video gemacht. Ich verlinke unten mal das rein in die Infobox. Da könnt ihr gerne mal nachschauen, wo ich das anwende. Und ich liebe es einfach. Also es ist einfach nur so schön. Ich lese euch mal vor, was hier noch da hinten drauf steht. Schimmernde Gesichts- und Körperlotion umhüllt die Haut mit einem seidigen Bronze-Effekt und pflegt diese gleichzeitig mit 5%igem CBD-Öl. Eigenschaften: verleiht der Haut ein seidig gebräuntes Erscheinungsbild und ein Bronzeschimmer bei gleichzeitiger Versorgung der Hautstruktur durch hydralisierende Wirkstoffe und der Zugabe von hochwertigem CBD-Öl. Anwendung: eine angemessene Menge der Lotion auf die Haut auftragen und gründlich und gleichmäßig verteilen. Das heißt, wenn ihr das fürs Gesicht verwendet, könnt ihr es auch fürs Dekolleté nehmen, für die Arme, wenn ihr noch zu viel Produkt habt. Es kann wirklich überall angewendet werden und es ist der Hammer. Ich liebe es. Und alleine schon dieses Produktpackaging, vielleicht sieht man das, das ist so geriffelt und da sind dann halt so Sterne drauf. Also richtig, richtig schön. Ich liebe es. Ja, dazu, also praktisch das als erstes, was ich euch zeigen möchte. Dann machen wir weiter mit, wo ich definitiv auch schon genutzt habe. Und das werde ich auch nicht verschenken, das ist definitiv meins. Und zwar ist das hier auch wieder dieselbe Sorte, Glowy Faceable Cream, vegane 24 Stunden Gesichtscreme. Pass auf, für alle Hauttypen, vegan.
mit Wassermelone. Es ist der Wahnsinn. Es riecht auch so gut. Also wie gesagt, 100% vegan. Und ja, das soll man halt aufs Gesicht morgens und abends anwenden. Also ganz normal wie eine Gesichtscreme. Und das kommt halt in so einen Tiegel. Ich zeige euch mal den Tiegel. So sieht es aus. Ne? Hinten drauf ist das Logo. Und dann kann man das hier so abmachen. Und dann hat man hier schon ein Produkt. Und hier so sieht das aus. Und das riecht so hammermäßig. Also ganz ehrlich, das riecht so wundervoll nach Wassermelone. Also richtig toll. Also das liebe ich ja. Also das, wie gesagt, ist meins. Davon habe ich jetzt aktuell dann zwei Sachen. Wie gesagt, das sind meine. Und die packe ich mir jetzt auch gleich weg. Denn ich bin der Meinung, wir sollten auch gleich aufräumen. Denn ich mag es gar nicht, wenn es dann hier so ein Chaos herrscht und ich dann alles hier durcheinander habe. Dann geht es weiter, auch was ich zweimal tatsächlich jetzt habe, weil man davon nie genug bekommen kann, von einem Serum. Das ist auch wieder mit Wassermelone. Und also ich finde ja auch das Packaging hier drin so richtig schön. Auch wieder mit dem Waikiki Klo. Kommt übrigens aus Deutschland. Also es wird in Deutschland produziert. Und jetzt passt auf, ich zeige es euch. Ihr sagt, wir haben hier diese Pipette. Und vielleicht seht ihr es schon. Ich mache das jetzt hier auf die Haut. Guckt euch mal diesen Schimmer an. Also das ist ein Klo-Effekt. Und ich liebe diesen Geruch so sehr. Und das zieht recht schnell auf die Haut ein und das hinterlässt dann einen ganz leichten glowy Schimmer. Richtig, richtig toll. Ja, also davon habe ich dann jetzt auch zwei. Das heißt, ich habe zweimal das Serum, zweimal die Tagescreme. Und damit könnte man sagen, ist doch das Gesicht dann eigentlich schon soweit gepflegt, oder? Nein, denn es fehlt noch, was ich jetzt auch zweimal habe, und zwar das Gesichtsspray, das Mist. Ne? Ich lese euch mal da noch ein bisschen was dazu, was hier steht. Dieses federleichte Feuchtigkeitsspray mit hautschonenden und wertvollen Ölen erfrischt und kühlt gestresste Haut. Perfekt für einen frischen Start in den Tag oder wann immer die Haut tagsüber einen Frischekick braucht. Eigenschaften des Zwei-Phasen Chloe Face Höhe Mist mit hochwertigen Ölen wie Macadamiaöl, Avocadoöl, Sesamöl, Distelöl und Sonnenblumenöl und CBD pflegt und erfrischt deine Haut. Belebt mit fruchtigem Melonenduft, leichte Formel, zieht schnell ein, sorgt für einen frischen Kick und wann immer die Haut ihn braucht. Ideal für die heißen und trockenen Sommertage und als Erfrischung nach dem Sonnenbad. Anwendung Fisch schütteln, ne, weil zwei Phasenflüssigkeiten, dass die sich dann miteinander vermischen. Genau. Und da haben wir hier ein ganz schön großes und recht schweres Gesichtsspray. Ne? Das habe ich tatsächlich jetzt noch nicht angewendet. Da machen wir doch mal eine Live-Anwendung. Oh ja, ein ganz leichtes, also wirklich ganz leicht. Also da kommt wirklich nur ganz, ganz wenig raus. Vielleicht kennt ihr das. Ihr habt so ein Gesichtsspray, ihr sprüht und ihr habt so richtig einen Nebel, wo ihr so denkt, so boah. Also ganz, ganz leichter Sprühnebel. Super. Und das riecht sofort nach Melone. Also die Haut ist auf jeden Fall, also ne, man spürt diese Feuchtigkeit, die jetzt aufgenommen wird. Herrlich. Ich liebe diesen Duft so sehr. Habe ich jetzt, wie gesagt, auch zweimal da. Und ja, also, Entschuldigung für das Wackeln, wenn es gewackelt hat. Ja, damit haben wir das Gesicht schon mal abgedeckt. Nun wollen wir weitermachen mit Produkten, die ich auch nicht verschenke. Ich zeige euch jetzt erstmal das, was ich nicht verschenke. Ne? Genau. Und zwar haben wir hier als erstes ein Wort, also Supreme CBD Infused Watermelon Silky Shape Vegan Hawaiian Body Cream. Auch wieder in diesem hübschen Päckchen. Mit der Watermelon Silky Shape
Body Cream von Waikiki Glow verwöhnst du deine Haut täglich. Die seidig leichte Textur ist angereichert mit CBD, Provitamin B5, Glycerin und Koffein für einen frischen Kick und ein geschmeidiges, glattes Hautgefühl. Die Body Cream ist vor allem zur Pflege von normaler bis trockener Haut optimal geeignet. Der fruchtige Wassermelonenduft erfrischt deine Sinne. Ja. Und dann schauen wir uns das mal an. Also es ist eine Körpercreme, das finde ich auch richtig cool, sowas. Ich habe zwar welche, sie ist auch noch zu. Und ich glaube, ich werde sie auch zulassen. Ich habe jetzt versucht, ich kann nicht was riechen. Nein, ich kann nichts riechen, weil ich noch welche Körpercremes habe. Und es wäre ja schade, wenn ich jetzt die öffne und dann ist sie offen und dann... Nein, ich lasse sie zu. Ich entscheide mich, dass ich diese Körpercreme zulasse. Aber wenn sie genauso riecht wie die anderen, also... Boah. Wie gesagt, ist auch meine. Behalte ich. Ich muss hier nachher mal aufräumen. 1, 2, 2. Ich sag, wir machen mit 1 weiter. Und zwar haben wir jetzt hier ein Body Scrub mit Coco Crisp. Oh, ein Body Scrub. Auch wieder ein richtig großer Tiegel. Und das wird wahrscheinlich auch zu sein. Jo. Ein Body Scrub, da habe ich auch derzeitig eins. Unbedingt riechen. Nein, ich lasse es zu. Ich lasse es zu, Leute. Man soll keine Produkte öffnen, wenn man sie nachher nicht verwendet. Richtig. Wir sind gegen Müll produzieren, sondern wir wollen auch die Produkte dann verwenden, wenn wir sie brauchen. Punkt. Das heißt, es bleibt zu und ich werde mich überraschen lassen, wenn ich die anderen Produkte aufgebraucht habe, wie das hier riechen wird. Wie gesagt, es ist ein Body Scrub, also ein Körperpeeling. Und das können wir ja auch gebrauchen. Ja? Und das soll nach Kokos riechen. Und ganz ehrlich, Leute, wenn die Wassermelone schon so toll riecht, wie soll denn erst denn Kokos riechen? Und dann haben wir nochmal eine Körpercreme Butter, also auch wieder was zum Eincremen. Und zwar, das ist jetzt mit Kokos, also ein Kokos-Soufflé. Wenn sich das auch nicht mal so toll anhört. Oh, man ist die ganze Zeit so versucht, an die Sachen zu riechen, sie zu benutzen. Es fällt mir schwer. Es fällt mir schwer, sie nicht sofort in Anwendung zu nehmen. Ja, damit haben wir fast alles durch. Ein kleines Produkt versteckt sich ja noch. So klein ist es gar nicht. Das werde ich jetzt aber gleich ausprobieren, weil da habe ich kein anderes in Anwendung momentan. Das ist das Supreme CBD Infused Cool Flow Hawaiian After Sun Lotion für alle Hauttypen. So sieht's aus. Auch wieder richtig schöner Look mit diesem wie Sonnenuntergang oder Sonnenaufgang. Dann schauen wir uns das mal an. Das kommt also mit so einem gelblichen Ton. Okay. Soll das nach irgendwas riechen? Da steht nichts dabei. Also scheint das nach nichts zu riechen. Okay. Es zieht sehr schnell ein auch. Also es riecht eigentlich so ganz leicht wie so eine Sonnencreme. Also eine typische Sonnencreme. Den Geruch kennen wir ja alle, ne? Und so ungefähr riecht das. Also auch ganz angenehm auf der Haut. Werde ich auf jeden Fall jetzt mal mit verwenden. Bin ich mal gespannt, wie das sein wird. Ich hatte mal so ein After Sun Lotion. Die fand ich auch richtig cool. Die hat aber von Duft in Bondi intensiver. Die ist jetzt von Duft wirklich wie so eine Sonnencreme. Also so ganz leicht nur parfümiert. Und wie gesagt, es ist halt auch wieder mit CBD und Vitamin B5. Also von dem her auch pflegend wieder. Ja, werde ich mit verwenden. Und nun kommen wir zu meinen 4 Flaschen, die hier stehen. Nee, 2x4 Flaschen. Und zwar sehe ich nämlich hier schon Produkte, die sind leider eingebeult. Das heißt, die werde ich behalten. Das mag sich blöd anhören,
Ich gebe Geld für etwas aus und sage nein, die Verbeulten behalte ich, denn ich möchte euch hiervon was verschenken. Ich werde das jetzt nicht sofort machen, also nicht sofort bekommt, also nicht sofort drei Gewinner oder so, ne? Sondern wir machen das nach und nach. Immer mal wieder wird es bei mir diese Sachen zu Gewinn geben. Wir fangen einmal an mit dem ersten Gewinnspiel. Das wird in diesem Video hier sein. Und zwar könnt ihr gewinnen einmal das Supreme CBD Infused Fresh Melon Splash Hawaiian Body Wash. Und zwar von Waikiki Glow Bal Pacific Healthcare. Kommt in dieser hübschen Flasche. Und zusätzlich auch noch die Sorte Fresh Coco Splash, auch Bodywurst. Also das sind so wie Duschgele. Ne? Einmal Wassermelone und einmal Kokos. Genau, ich habe mir jetzt hier diese schöne Verbeute ausgesucht. Jetzt bin ich echt gespannt, wie das riechen wird. Erstmal drehen zur Seite. Wow, die Farbe. Leute, guckt mal, sieht das nicht cool aus? Also ganz leicht nach Kokos riecht das. Also das ist nicht so extrem vom Parfümiertsein oder so, ne? Also ganz, ganz zarter Duft. Oh, richtig schön. Also das finde ich auch so, wie soll ich das beschreiben? Es hat so leichten Zitrusduft noch mit drin. Mal gucken, was hier noch draufsteht. Aha, ich habe erkannt wahrscheinlich, was es sein wird. Waikiki Glow Fresh Coco Splash enthält CBD, Betain, Papaya und Bananenextrakt. Die Rezeptur ist vegan und rückfettend. Eigenschaften: die geschmeidige Konsistenz von Fresh Coco Splash beinhaltet wertvolle Wirkstoffe wie CBD, Bananen- und Papaya-Extrakt. Ihr Geheimnis liegt in der Wirkungsformel, die der Haut intensiv Pflege schenkt. Anwendung: seife deinen Körper ein und genieße den intensiven Schaum, der sanft reinigt und erfrischt. Für eine extra Portion Coco-Feeling empfehlen wir noch das nach dem Duschen das Butterfly Coco Soufflé, ne? Was ich ja euch schon gezeigt habe. Ja. Und wie gesagt, das sieht auch so aus und dann kommt das so ein schöner grün-gelber Ton raus. Finde ich ja richtig klasse. Also das Produkt finde ich cool. Übrigens, es gab ja mal so Diskussionen bei einem Produkt, ob das denn haltbar ist. Hier steht jetzt tatsächlich auch was drauf. Ne? Aber das ist nicht irgendein Verfallsdatum oder Mindesthaltbarkeitsdatum. Nur, dass ihr euch davon nicht irritieren lasst. Ich zeige euch das mal. Das da ist kein Mindesthaltbarkeitsdatum, sondern es geht um das hier. Nach dem Öffnen 6 Monate haltbar. Es kann auch länger verwendet werden. Okay? Gut. Haben wir das schon mal klargestellt. Das nächste, was auch verbeult ist, was für mich aber auch nicht schlimm ist, und zwar, das ist jetzt das mit Fresh Melon Splash. Auch wieder. Ein Duschgel, ne? Und da haben wir hier Waikiki Glow Fresh Melon Splash, enthält CBD, Betain, Aloe-Extrakt und Flora-Nektar. Die Rezeptur ist vegan und rückfettend. Ja. Da steht jetzt da sonst nichts weiter, was dann drin ist. Oh, das kommt in so einen schönen rosa Schimmer. Guckt mal, Leute. Sieht das nicht hübsch aus? Und das riecht wie die anderen Sachen auch. Das ist derselbe Wassermelonenduft. Tatsächlich riecht das genauso wie meine Tagescreme, wie das Gesichtsspray und wie, was habe ich vergessen? Das Serum. Genau dasselbe. Dieser Wassermelonenduft, der verfolgt dich dann den ganzen Tag über. Du hast den Wassermelonenduft also als erstes im Serum drin, dann in deinen Tagespflege, dann im Gesichtsspray für unterwegs. Und wenn du nach Hause kommst, gehst du duschen mit dem Duschgel Fresh Melon Splash. Und wenn du dann fertig bist, machst du dir dann noch die Körperbutter drauf, das Körpersoufflé, Watermelon Silky Shade und du bist von Wassermelone umgeben und es riecht einfach so Hammer, Leute. Es riecht sowas von Hammer.
Ja, also die zwei behalte ich. Das sind jetzt meine. Und wie gesagt, heute verlose ich das erste Mal diese zwei Sachen. Nochmal, ich habe sie selber gekauft. Kein Sponsoring. Niemand steht hier in Verbindung. Nicht YouTube oder irgendeine andere Firma, irgendjemand, sondern nur ich. Was müsst ihr tun, um diese tollen Duschgele zu gewinnen? Ganz einfach. Ihr müsst mir einen Kommentar schreiben. Ihr müsst Abonnent von meinem Kanal sein. Öffentlicher Abonnent. Wenn ihr dazu Hilfe braucht, schreibt es unten in den Kommentaren. Dann helfe ich dazu euch gerne. Ja. Und was für einen Kommentar müsst ihr schreiben? Müsst ihr irgendeinen Hashtag schreiben? In dem Fall nehmen wir Waikiki Klo. Ich würde das auch unten in die Infobox reinschreiben, den Hashtag. Und zwar, wie gesagt, wie ihr es schreibt. Und dann nennen wir das einfach Waikiki Klo. Hashtag Waikiki Klo. Und schon könnt ihr bei meinem Gewinnspiel mitmachen. Und ja, wenn ihr wollt, könnt ihr mir dann auch für dieses Video einen Daumen hoch geben. Und auch so würde ich mich sehr über ein Abo freuen, über einen Liebeskommentar. Und ja, wenn ihr wie gesagt teilnehmen wollt, seid mindestens 18 und ja, öffentlicher Abonnent, Hashtag WaikikiKlo. Und ja, alle anderen Infos findet ihr unten dann in der Infobox, wie lange das Gewinnspiel geht. Und ja, würde mich freuen, wenn ich euch genauso überzeugen kann von dieser Marke, wie ich es bin. Ich liebe diese Marke WaikikiKlo. Ich liebe sie. Ich liebe, liebe, liebe sie. Ich liebe diesen Wassermelonenduft. Ich liebe es so sehr. Und ich hoffe, ihr werdet es genauso lieben wie ich. Oder vielleicht kennt ihr ja die Marke schon, dann könnt ihr das gerne auch unten in den Kommentaren schreiben. Damit wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, fleißig am Gewinnspiel mitmachen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Dann tschüss!